Hallo liebe Zuschauer, eine neue Folge Call of Duty Black Ops 2 Bot Match und der erste Teil dieser Folge wird wie folgt aussehen. Ich spiele mit der AN94 ohne Aufsätze, dazu die Chicom, spricht man die so aus, keine Ahnung, mit Feuermodus, den Rest habe ich selbst mit eingebaut und als Punkteserie war nur die EMP-Systeme gewünscht und deswegen habe ich jetzt schon mal die Hundestaffel und den Todbringer aus der letzten Folge mit eingebaut. Und der Schwarm, den benutze ich dann separat in einer der nächsten Folgen. Der geht aber auf keinen Fall vergessen, keine Sorge. Wir spielen Standoff Team Deathmatch und legen einfach mal los. Also, viel Spaß, let's go! Deathmatch. Nicht vergessen, schnell und aggressiv. So, stellen wir doch erstmal auf Vollautomatik, damit ich es nachher nicht vergesse. Haha, keinen getroffen. So, hinter mir ist glaube ich irgendwo noch einer gewesen. Ja. Und noch einer. Ja. Und der ist weg hier, bevor ich abgeknallt werde. Nein, geh da hoch. Das ist jawohl, Abschuss. Der war mir. Lade da. Alter. Waffe leer. Oh. Auch mir. Ui, das war knapp. Oh. Ich will doch nur weg hier. Erstmal EMP. Ja, nur falls sich jemand wundert, warum das jetzt auf einmal so einfach ist. Ich habe mal auf Soldat runtergeschraubt, weil ich neben dem Wunsch, wie gesagt, noch die Abschlussserien vom letzten Mal durchkloppen wollte auf jeden Fall. Und danach wird aber wieder ganz normal entweder das genommen, was im Wunsch steht, aber diesmal stand halt nichts drin. Oder Söldner. Und Hundezeit, yeah! Lade nach! Moment! Todbringer läuft. Sorry, Hund. Hier oben nicht noch eine? Nö. Wo sind denn die ganzen Gegner auf einmal hin? Tot! Verbündete Vorräte unterwegs. Okay.
Okay, meine Hunde verabschieden sich gerade wieder. Bam. Wenig Munition, aber für den da reicht es noch. Oder auch nicht. Danke. Wieso kann ich den Blitzschlag nicht aufnehmen? Oh. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lerne hier tatsächlich noch dazu. Ich wusste nicht, dass es in Black Ops 2 auch diese Fallen... Beziehungsweise doch, ich wusste, dass es diese Fallen gibt, aber ich wusste nicht, dass da nichts passiert, wenn man die aufnehmen will. Wieder um eine Erfahrung reicher. Und tot. Granate fliegt! Abgeschossen. Boah. Da bin ich jetzt selbst dran schuld. Bei mir ist beim Schießen immer so, dass ich erstmal, wenn ich anlege, daneben bin. Das ist ja erstmal noch nichts Schlimmes, weil man ist halt nicht immer perfekt sofort drauf. Und dann justiere ich mit dem Daumen, also quasi beim Zielen, so noch ein bisschen nach, hin und her, bis ich genau auf dem Ziel drauf bin. Aber manchmal bin ich so grobmotorisch, dass ich einfach die ganze Zeit links, rechts dran vorbei, ohne auch nur ein scheiß Scheunentor zu treffen. Und das ist dann natürlich für den genauen Schuss eher kontraproduktiv. Alter, ich muss aufhören, was ich... Ich muss darauf achten, was ich sage und wie ich es sage, weil sonst muss ich das hier irgendwann noch als Bildungsfernsehen eintragen. Tada! Kontraproduktiv. Yeah. Ihr wisst ja, was ich sagen wollte. Man trifft einfach nichts. Geh weg! Ah, du bist gerade am Nachladen. Es wäre doch eine Schande, wenn jetzt jemand um die Ecke käme. Werfe Granate! Am Waffenwechsel meine ich natürlich. Yay! Erwischt! Großartiger Granatenspaß. Komm rein. Abschuss bestätigt. Alter. Ich lade nach. So. Dein. Badam. What the fuck? Wo ist denn bitte die Granate hingeflogen? Ach, der hat die zurückgeworfen. Na, ha, 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 ha. Penner. Abgeschossen. Ach Gott. Naja. Jedenfalls die Abschussserien habe ich voll gemacht, die gewünschten. Wenn auch durch den ganz einfachen Trick, dass ich... Alter. Die Bot-Schwierigkeit müssen runtergemacht habe. Trick 17 quasi. Ihr werdet mir das aber verzeihen. Es geht wie gesagt hauptsächlich darum, dass halt auch die gewünschten Sachen gezeigt werden. Und ich habe jetzt nicht vor, hier irgendwelche tollen Skills zu beweisen. Okay, also. So viel zum ersten Teil dieser Folge. Jetzt wieder ein kleiner Schnitt. So, und schon geht es weiter. Dieses Mal soll ich ein beliebiges MG mit dem Zielsucher benutzen. Das ist hiermit geschehen. Der Rest ist egal. Und Punkteserien sollte nur der Blitzschlag verwendet werden. Deswegen habe ich jetzt noch den AGR mit rein. Und endlich auch den Schwarm, den ich letztes Mal nicht geschafft habe. Habe ich was vergessen? Nö. Wir spielen Team Deathmatch auf Raid. Viel Spaß. Deathmatch.
So, und für alle, die die letzten Folgen nicht so regelmäßig verfolgt haben oder bisher noch gar nicht, beim Auswählen der Klassen, dieses erster, zweiter, was jetzt hier stand, das ist der Tag, an dem dieser Wunsch geäußert wurde, weil ich jetzt eine längere Pause drin hatte und die Wünsche sich jetzt auch so ein bisschen angehäuft haben und ich damit einfach kenntlich machen will, von wann dieser Wunsch ist, um mir selbst nochmal vor Augen zu halten, dass ich meine geliebten Zuschauer viel zu lange habe warten lassen. Ja. Deswegen jetzt auch wieder eine längere Aufnahmesession und wieder regelmäßig Doppelfolgen, damit ich bald wieder auf dem aktuellen Stand bin. Da ist keiner. Wo stecken die denn alle? Da waren sie. Haftgranate geworfen. Ah, Mist, nur getroffen. Waffe leer, brauche Deckung. Ja, ich habe gesehen, dass da hinten einer gelaufen ist, aber warum soll ich dem jetzt eine halbe Stunde hinterher rennen? Blitzschlag erwartet Koordinaten. Blitzschlagzeit. Ach, fuck. Da läuft der Typ von mir auch noch aus der Öffnung raus, hier aus der Tür. Und anstatt, dass er mir den Kerl vom Leib hält. Oh, leckt mich doch alle am Arsch, ey. Ich verlasse mich ab jetzt nicht mehr auf mein Team. Die können sowieso alle nix. Oh Mann, ist das ärgerlich. Das passiert mir jedes verkackte Mal. Ach ja, wenn ihr irgendwann mal Bock habt, mit einem MG zu spielen, nehmt auf jeden Fall die LSAT. Die ist spitze. Abschuss bestätigt. Ziel erledigt. Lade nach. Blitzschlag in Bereitschaft. So, jetzt hebe ich mir den Luftschlag, den Blitzschlag aber ein bisschen auf. Aber der AGR kann eigentlich schon mal loslegen. Verbündete AGR unterwegs. Ach komm. Drauf geschissen, Blitzschlagzeit. So, so, so. Habt Spaß damit. Ich glaube, wenn der mich jetzt gekillt hätte, hätte ich wirklich rumgebrüllt. Ich habe schon Luft geholt. Wow, der lebt noch. Ach, fuck. Ich krieg Punkte eingeblendet und denke, dass ich einen Kill habe, weil ich dumm bin. War da noch einer? Nein.
da hat's kabumm gemacht. Yes, Schwarmzeit. Und weiter geht's. Ich bin immer so paranoid, dass mich einer von meinen eigenen Hunter-Killern killt. Und wir wissen, diese Sorge ist nicht ganz unberechtigt. Warte. Oh ja, hart am Chillen. Oh, schade. Na los, schieß doch. Triffst ja eh nichts. Oh na, wo seid ihr denn, Mädels? Komm, den treffe ich noch irgendwo. Mist. Todbringer läuft wahr. Hab ihn doch noch erwischt. Wunderbar. Gute Arbeit. Nachbesprechung in der Basis. So, damit wäre dann auch der Schwarm, genau, erledigt. Oh Gott. Hammermäßig scheiße geschossen. Na, egal. So. So viel also für diese Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!